Herzlich willkommen von WOM Adventure. Ja, jetzt geht's erstmal nach Griechenland, aber wir bleiben nur 2 Nächte und dann geht es nach Nordmazedonien. Da bleiben wir, glaub, 4 Nächte insgesamt, 4 oder 5. Und danach, ja, geht es nach Serbien. Und es sind eigentlich alles tolle, wunderschöne Länder. Ja, 3 Länder in diesem Video und ja, und dann kommt noch ein Video und dann ist die Reise eigentlich vorbei. Ja, aber ich reise ja immer wieder und die nächste steht schon an in knapp einem Monat. Im Moment bin ich gerade in Nähe Nürnberg. Ja, also viel Spaß beim Schauen. Und so, jetzt fahren wir in Europa und seht euch an diesen riesen Dampfer, du Wahnsinn. Die werden ja immer grösser. Einen schönen Pausenplatz gefunden. Wir haben nämlich noch nicht gefrühstückt. Direkt vor der neuen Brücke, die Asien mit Europa verbindet. Ja, perfekt. Hier kann man wieder wenden. Hier komme ich raus. Direkt am Meer fahren. Ja, das war ein schönes Frühstück hier am Meer, direkt von der Kanakale-Brücke. Und hier neben uns die Dardanellensee. Jetzt geht es wieder weiter. Ja, was machen wir hier? Wir warten, weil da gibt es einen Schuhmacher. Der repariert gerade unsere Schuhe. Die, meine Flossen von Jordanien, haben nicht lange gehalten. Jetzt klebt er das Zeug zusammen und näht auch Schuhe. Und für das günstige Geld beim Schuster von 4 Euro für 2 Paar Schuhe reparieren, gibt es sogar noch einen Chai. Und der Herr macht richtig Handarbeit. Türkische Ausreise ging relativ einfach. Ich dachte, ich muss vielleicht noch eine Penalty bezahlen, weil es mich mal geblitzt hat, aber offenbar nicht. Jetzt sind wir auf griechischem Boden. Vor uns liegt aber noch die Grenze von Griechenland. Wir überqueren da einen Fluss, eine große Brücke am südlichsten Grenzübergang von der Türkei und Griechenland. Wir sind in der Türkei, ging relativ einfach. Ein bisschen Stau, EU-Bürger, geht's ganz schnell. Und jetzt fahren wir eigentlich ziemlich schnell durch Griechenland nach Mazedonien. Schöne Brücke, wir sind Richtung Mazedonien, immer noch in Griechenland, aber wir fahren jetzt quer da hoch. Ah, wunderschön. Die erste Nacht in Griechenland. Wir haben unseren Übernachtungsplatz gefunden. Ein Lost Place. Ja, nicht mehr bewohnt. Was war auch das mal? Lange her. Vielleicht Taubenstall. Gleich daneben ein Becken mit Wasser. Ah, das riecht hier gut. So, da hinten ist noch ein Haus. Da gehen wir jetzt auch mal schauen. Alles verwachsen. Die Natur hat sich wieder zurückgeholt. Das war mal die Garage. Oh, da hat mal eine noch gebaut. Dann aufgehört. Ja, was für Leute haben hier auch gewohnt. Hä? Und jetzt sind sie verstorben und seit, ja, sicher 20 Jahren, schätze ich, steht das brach. Das sieht nach Wasserreservoir aus von früher. Nicht mehr in Betrieb.
Neugierig wie ich bin, jetzt bin ich oberhalb von diesem Reservoir. Hier ist ein Steinbruch gewesen. Aber lange her, die Natur hat alles zurückgeholt. Meine zwei Wölfe erkunden natürlich auch, die sind da hinten. Interessant, vor uns ein Drecksloch. Und da sieht man natürlich Tierspuren. Da sieht man eindeutig immer wieder Tier, das sich da an diesem Baum, keine Ahnung, was der da macht. Ja, vielleicht wisst ihr. So, noch ein Blick nach unten. Jetzt bin ich oberhalb. Ich weiß nicht, was das war. Da geht's richtig runter. Keine Ahnung, was das war. Vielleicht eine Fischzucht. Weiß es nicht. Oder Stein. Vielleicht, ja, ich glaube eher Steinabtransport. Da gibt's auch Schildkröten. Schon die zweite, die ich gesehen habe. Die versteckt sich gerade. Also offenbar war das mal ein Bergwerk. Wir sind auf dem Rückweg. So, wieder zurück. Da ist unser Camper bei, glaube ich, einem Wasserwerk. Und so sieht man aus, wenn man die falschen Schuhe hat. Tja. Und hinter diesem Häuschen ein Wall, damit man nicht mehr nach hinten fahren kann, und auch ein Bergwerk ehemaliges. So, wenn der Wall nicht wäre, wäre das ein super Offroad-Übernachtungsplatz da oben. Aua, aber überall tut's weh. Ah, herrlich, wunderschön. Wir sind weiter unterwegs. Wenn wir da durch die Rhodopen fahren würden, dann wären wir rechts an diesem Fluss entlang in Bulgarien. Wir fahren aber nach Nordmazedonien. Wir sind jetzt im Kerkini Nationalpark. Da gibt es einen großen See. Alte Mauer, Friedhof, vermutlich die Stadtmauer oder so. Nein, Friedhofmauer. So, damit ihr das auch findet. Kerkinis Lake. Kleines Dorf, da gehen wir jetzt runter. Ach, sieht das geil aus. Wie früher. Schaut euch das an, hey, ist das ein Traum, hey. Gott, hey. Gestern Nacht sind wir noch da hochgefahren zu einem kleinen See über schwierige Piste, aber jetzt geht's wieder runter. So sieht die Zufahrt aus. Ein Bach dazwischen und sonst, ja, richtige löchrige Piste. Griechenland mal abseits. Mir gefällt das. Wir sind jetzt wieder da, wo wir gestern waren, in diesem kleinen Dorf. Unten ist der See. Aber wir fahren jetzt zum nächsten See. Kleine Grenze, griechisch, mazedonisch. Bald sind wir in Mazedonien, auch so ein Naturparadies. Ah, das war die griechische Zollgrenze. Und guckt euch diese Schlange an, die gehen alle in Urlaub. Oje, die armen Schweine. Jetzt sind wir am nordmazedonischen Zoll. Wow, von dieser Seite ging das ratzeputze schnell. Hey, von der anderen Seite kilometerweise Stau, hey, die Armen. Hey. Das dauert den ganzen Tag, kann ich mir vorstellen. Wir sind unterwegs zum Lake Vodoche, heißt der. Vodoche geschrieben.
Und da werden wir übernachten, sofern wir an diesem Track vorbeikommen. Ja, der Alp hält an. Um da an den See zu kommen, muss man manchmal ein bisschen, ja, den Fischerweg nehmen. Da fahren Fische durch, hat einer gesagt. Und fahren einfach mal da runter zum See. Ja, wir sind in Mazedonien und hier ist so viel Natur, so viel wilde Natur. Jetzt suchen wir einen Schlafplatz wieder am See und da hat es alles zugewachsen hier. Da wird es eng. Das ist unser Ziel, dieser wunderschöne blau und grüne See. Und da hinten kommt bald ein Gewitter. Das ist jetzt unsere private Halbinsel für die kommende Übernachtung. Also Andy und Ayla testen schon mal das Wasser. Ist das, scheint gut zu sein. Ja? Oh, eine tolle Farbe. Macht Spaß, hä? Die Freude groß. Ist das ein geiler Platz? Natürlich nirgends eingetragen, selber gefunden. Am Schluss schwierig zum Zufahren und jetzt hinten steht er zu hoch. Aber Hilfe kommt, denn da kommt ein richtiges Gewitter auf uns zu. Und es geht schon los mit dem Wind und dann wird er hinten sicher noch ein bisschen runtergehen. Ein Gewitter naht, ich liebe es. Und da unten steht der Camper und wir sind da oben gleich mal eingeladen worden. Da hat jemand ein schönes, schickes, kleines Haus. So will ich dann vielleicht mal leben. Wenn es dann nicht mehr geht mit Reisen oder früher, keine Ahnung. Johnny. Und da Außenküche, ganz einfach. Johnny. Johnny. Tee hatte keiner, haben wir ihn selber mitgebracht, aber heißes Wasser, ganz konventionell machen wir das. Das ist Campen. Tja, und wie unterhält man sich dann wieder? Mit Händen und mit Füßen, stimmt's? My friend tut Popcevo, Lovec, ja Lovec isto, i on puka i ja, a pa ja s jadom. Jetzt gibt's hier einen leckeren Salat. Und wir werden sogar mit Jacken versorgt, weil hier geht gerade die Welt unter, mir geht wieder mäßig. Riesenkröte, Fußgänger sind unterwegs. Und tschüss. Mai. Der kleine Johnny, der lebt auch hier in Mazedonien. So, wenn einer süß ist, dann ist es dieser kleine Knopf hier. Der ist so goldig und so schwarz. Der hat verschiedene farbene Augen. Abendessen im Sonnenuntergangslicht gibt es hier zu filmen. Seit zwei Nächten sind wir hier an diesem See, zwangsläufig auch, weil es hat geregnet und ich komme nur hoch, wenn der Boden einigermaßen trocken ist. Aber es ist so schön hier, dass das gar nicht so schlimm ist. Es windet ein bisschen stark, da drüben ist unser Camper an bester Lage und überall
Da bauen die ihre Wochenendhäuser hin mit einfachsten Mitteln, überall schön versteckt in den Wäldern. Man muss da ein bisschen mit dem Dorfscheriff saufen und dann regelt sich das von alleine, habe ich gehört. So, jetzt geht's wieder hoch. Das Schlimmste ist geschafft, weil der nächste Regen kommt. Der Boden ist ein bisschen angetrocknet. Die schlimmste Stelle habe ich hinter mir. Da ist nochmal eine weiche Stelle, wo ich hochkommen muss. Wie ein Traktor. Die Sperren sind natürlich drin. Ah, es geht super. Super. So, das ist geschafft. Wir sind schon wieder am Ausreisen von Nordmazedonien. An der Border von Mazedonien, also Nordmazedonien, war niemand. Und hier ein kleiner Stau, Serbien. Ja, und jetzt ist es eine Pilzsoße mit Sahne und dazu gibt es heute mal Schweizer Rösti. Pfifferlinge. Pfifferlinge. Ganz besondere. Die sind eigentlich super teuer, aber die wachsen im Wald. Genau. Hier in dieser wunderschönen Gegend haben wir übernachtet und hier gibt es tausende von Schmetterlingen. Und gestern auch eine Schildkröte. Wie groß war sie? So groß. Ziemlich groß, ja. Wow. Und überall Schmetterlinge. Also hier hat es noch Wiesen. Da wird kein Gift gespritzt offenbar. Und so leben die hier. Serbien ist einfach schön. Hat noch so viel Natur. Immer wieder. Mir gefällt das. Oh, ist das ein Traum, wir sind in Biljaka übrigens, und zwar da unten am Ende dieses Gebirgszuges. Da steht auch der Camper, wir sind jetzt alles hochgelaufen, dem Traktorspuren nach, in eine paradiesische Landschaft, die fast unberührt ist, bis auf diesen Traktor da. Es flattert und schmetterlingt hier um den Camper rum. So, der Übernachtungsplatz war top, voll in der Natur. Jetzt geht's wieder raus. Wir fahren weiter durch Serbien. Oh je, wir sind da gerade in diesem Dorf Brot einkaufen gegangen. Da sehen wir diesen armen Menschen. Dem haben wir jetzt ein Sandwich gegeben, was zu trinken. Der sammelt da alles Getränke auf und schluckt die Reste davon. Unglaublich, und das in der Nähe von Europa. Sowas habe ich in den Saudi-Ländern nicht gesehen. Ja, wir haben jetzt den Herrn ein bisschen mit Nahrung versorgt, aber der René gibt ihm auch noch Kleidung, die er selber auch nicht mehr braucht, und die dürften dem Herrn auch passen, er ist so verdreckt. Er erklärt ihm jetzt, dass er Kleidung bekommen hat, übersetzt das für ihn. Hier werden die Probleme des Mannes besprochen, die ganze Familie ist gut erkrankt. Hast du einen Krankheit oder Tag? Nee, das schon. Aber jetzt redet er. Also er bringt das Kind nach Hause. Hat er früher geredet? Hat er früher geredet?
Wir sitzen jetzt im Café, haben den Mann eingeladen und er hat eine ganze Familie, die ja nicht so gut finanziell dasteht und so gut wir können, helfen wir, aber er hat zwei Sandwich gegessen, ein riesiges Sandwich, zwei, eine Thunfischdose und sonst Zeug haben wir ihm gegeben, alles weggespachtelt. Tja. Das ist sein Bruder, den haben wir jetzt auch noch eingeladen. Ich habe Kleider gegeben, der hat gerade alles genommen, die Kappe auch. Die habe ich auch geschenkt gekriegt. Ja, also heute sind wir nicht weit gekommen. Dreimal im Kaffee, drei verschiedene Kaffees. Und jetzt stehen wir hier ein bisschen abseits vom Dorf und übernachten hier und hoffen, dass wir morgen wegkommen, obwohl der hat uns schon wieder eingeladen. Ja, mal schauen. Gell, Inchi? Wir sind in Kupria angekommen, machen hier wieder eine Pause. Auf dieser schönen alten Brücke bzw. unterhalb. Heute sind wir 200 Kilometer gefahren und wir stehen hier an der großen Morava, heißt die, der Fluss, der dann in die Donau reinfließt. Ein bisschen später. Und da drüben haben wir geparkt. Hier gibt es noch Reliquien aus alter, vergangener Zeit. Waggons sind leer, durchgerostet. Hier noch mal einer. Ja, Wahnsinn. Alles, alles so findet hier das Leben statt draußen. Free Camping neben dem Fluss. Ja, mit ihm bin ich vorher gerade mit den Hunden spazieren gegangen, der vorher auf dem Bild war. Und er hat gesagt, hier war 10 Tage lang der Fluss extrem hoch, Überschwemmungen. Man sieht es da auch noch an der Uferböschung. Das Wasser war bis zur Gehsteig hoch gekommen. Und dann hat er noch was anderes erzählt, wegen Pilze sammeln. Er sammelt Pilze, er hat aber gesagt, in der Region vom Kosovo, da sammelt keiner, da wachsen die alle, weil die NATO damals diese Uranbomben geschossen haben, also Bomben angereichert mit Uran. Und da ist jetzt die Erde verseucht. Es ist eigentlich eine Katastrophe. Das Gleiche machen jetzt die Engländer ja da in der Ukraine, im russischen Gebiet. Die liefern da auch Uranbomben. Und ja, das ist schlecht eigentlich. Wir fahren jetzt mal durch Nebenstraßen an der Donau entlang, durch kleine Dörfer. Unser nächstes Plätzchen wieder an der Donau, nur 11 Kilometer weiter. Durch eine kleine Schlucht. Auf Google sah der Platz toll aus und jetzt gehen wir mal gucken, ob das so ist. Lass ich euch teilhaben an der Erkundungstour in dem Geschüttel. Also, wir haben links eine Möglichkeit, links oder rechts. Wo wollt ihr hin? Also vor ein paar Tagen konnte man hier kaum durchfahren, aber jetzt geht's wieder. Ihr seht Treibholz, der Fluss war mal viel höher und hier ist doch ein schöner Platz mit dieser Felskulisse. So, das hier ist unser schönes Plätzchen und jetzt mache ich wieder mal ein Feuer und zwar nach der Anti-Rauch-Methode. Da macht man das dicke Holz nämlich unten und dann oben Zündwürfel
Und dann zündet man an und dann brennt es von oben nach unten ohne viel Rauchentwicklung. So sieht das in etwa aus. Oben noch ein paar dünne. Und jetzt brennt das schön ohne grosse Rauchentwicklung. 2 Minuten später sieht es schon so aus. Kein Rauch, nix. Ein Giftspritzer, Mann, ey. Schlimm. Scheiß Giftspritzer. Wir fahren wieder weiter. Ich bin gerade in einer Pause in Batschko, Odropoli. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und dann kommen diese Jungs an, da, haben mich gesehen oder uns gesehen und dann schenken sie mir serbische Süßigkeiten, Spezialitäten, Biskuit und so weiter. Mega nett. Die Stadt hat eine interessante History. Die wurde nämlich von den Deutschen aufgebaut. Ja, die haben hier schöne Straßen, alles perfekt gebaut, sagen sie. Aber dann halt der Weltkrieg, und da mussten sie natürlich gehen. Ja, mir ist da was kaputt gegangen und die Jungs helfen mir jetzt, das zu finden, um wieder mein Fahrrad zu pumpen. Also die Jungs, die organisieren jetzt auch noch ein Stück Schlauch mit René, haben ihm auch noch ein Fahrrad geliehen und jetzt geht's mal unterwegs hier durch die Stadt. Tschüss! Wir fahren jetzt zum Friedhof, da gibt es noch einen alten deutschen Friedhof und weil mich das interessiert, fahren wir dahin. Ich habe ein bisschen über die Geschichte gelesen, diese Stadt oder Dorf wurde von deutschen Einwanderern, Hessen, Pfalz und so weiter, die Schwaben waren auch da, gegründet und zwar im 18. Jahrhundert, ja, und dann leider im Zweiten Weltkrieg dann. Mussten die meisten flüchten, die nicht geflüchtet sind, wurden entweder umgebracht oder... Also hier ist der Friedhof. Im hinteren Teil, hat man mir gesagt, sind die Jugoslawen. Und da vorne, vermutlich sieht man es kaum mehr, müssen deutsche Grabsteine noch sein. Und die suchen wir jetzt. Tatsächlich, das sind sie. Alte Grabsteine, keine Kuck mehr. Das ist deutsch. Man kann es aber kaum mehr lesen. Ja, man kann es kaum mehr lesen. Zum Glück haben sie gerade da ein bisschen runtergeschnitten, weil da guckt keine mehr sonst. Und die meisten sind ja kaputt gemacht, wie man sieht. Da ist wieder einer. Dieser Stein war von 1889, also viel ist nicht mehr übrig, aber hier ruhen noch überall Deutsche unter der Erde. Der ist auch noch, der kann schon auch sein Deutsch da. Da, die meisten wurden kaputt gemacht. Da ist noch einer. Wir fahren weiter mitten durchs Land Richtung ungarische Grenze. Interessant, die Bäume da. Wir erreichen die Grenze nach Ungarn von Serbien aus. Serbien, es war eine tolle Zeit hier. Ich komme sicher wieder. Jawohl, das war es wieder von mir. Und nächstes Mal geht es nach Ungarn, auch ein wunderschönes Land. Wir haben da tolle Plätze gefunden. Und dann nach Österreich oder mitten durch Österreich, wie immer mautfrei, da sieht man auch mehr. Und man hat keine Probleme mit der Asfinag. Ja, und dann nach Deutschland und da ja ist was Spezielles passiert. Bei der Firma Faktor haben wir etwas, einen super Tag erlebt. Ja, aber das im nächsten Video. Gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.